Hallo und herzlich willkommen zu der kleinen Videoaufnahme. Der eine oder andere hat es ja schon gesehen von diesem tschechischen LKW-Fahrer, der ein riskantes Überholmanöver gewagt hat. Ich hatte das damals online gestellt bei Facebook und dadurch ist ja auch das alles ein bisschen ins Rollen gekommen und die Polizei hat ihn durch dieses Video dann auch gefasst. Ihr könnt es hier nochmal anschauen. Mittlerweile wurde das Video über 500.000, also eine halbe Million Mal angeschaut auf Facebook. Und nun hat er 2 Jahre Gefängnisstrafe bekommen, ohne Bewährung, und muss jetzt für 2 Jahre in den Bau. Ja, was meint ihr? Ist die Entscheidung gut? Ist sie nicht so gut? Ist sie zu hart? Ist sie nicht zu hart? Hier könnt ihr es nochmal sehen, wie er hier vorbeifährt, entgegenkommt, tut ein Schulbus besetzt mit Kindern und das war wirklich eine ganz knappe Geschichte. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Also, es ist auch bei mir hier um der Umgebung gewesen, wo das passiert ist. Also, ja, echt harte Sache. Würde mich mal interessieren, was ihr so davon haltet zu der Entscheidung vom Gericht. Ich packe, es war sogar in den Nachrichten bei Pro7 und. Ich packe alles nochmal mit in die Beschreibung, könnt ihr es euch hier nochmal genauer angucken. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt.